Eigentlich fragen wir hier an dieser Stelle, weil die Frage warum immer ganz wichtig ist. Und heute ist hier der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner. Herzlich willkommen. Dankeschön, vor allem für die Einladung. Herr Wallner, die Landeshauptleutekonferenz, die ist in der Verfassung gar nicht vorgesehen. Warum eigentlich sind Sie Chef eines Gremiums, das gar nicht geben darf? Der Punkt ist wichtig, weil es ein großer Vorteil ist, wenn wir in irgendeinem Gremium zusammentreten können, vor allem die Landeshauptleute unter sich, wo nicht unbedingt in der Verfassung sein muss. Das hat viele Vorteile, wenn man informelle Gespräche führen kann und nicht gleich zwingende Beschlüsse herbeiführen muss. Aber die Politik sollte auch formal sein. Wäre es nicht sinnvoll, die Landeshauptleutekonferenz würde den Bundesrat ersetzen, wäre auch billiger. Ich halte nicht viel davon. Also das System, das wir jetzt haben, funktioniert eigentlich ganz gut, bezogen auf die Landeshauptleutekonferenz, auf den Bundesrat bezogen nicht. Es wird nicht verwunderlich sein, dass gerade wir Vorarlberger sagen, wir hätten, wenn dann das deutsche Modell, ein bisschen mehr Einfluss natürlich auch der Länder. Dass die Landeshauptleute im Bundesrat sitzen, ne? Auch das wäre eine Möglichkeit, ja. Und ich habe einmal dazu gesagt, ich würde das auch tun, aber nur dann, wenn der Bundesrat, ehrlich gesagt, auch eine Kompetenzlage hat, Kompetenzen vorfindet, die auch bedeuten, man kann einen echten Einfluss nehmen, ähnlich wie in Deutschland, dort funktioniert das auch. Das deutsche Modell wäre aus meiner Sicht ein durchaus machbares. Jetzt reden wir über Reformen. Sie gehen davon aus, dass Sebastian Kurz Bundeskanzler wird? Ja? Davon gehe ich aus. Gehen Sie aus. Und ich höre immer, er wird sehr viel verändern, sehr viele Reformen. Welche Reformen? Einer davon sagt er auch in der Bürokratie. Da reden wir immer vom Föderalismus, Doppelgleisigkeiten etc. Es gibt Länder, die noch immer nicht sagen, wie sie ihr Geld ausgeben. Was wäre aus Ihrer Sicht schnelle Reformen, die wirklich Geld bringen? Schnelle Reformen ist eine schwierige Ansage. Ich glaube eher, dass man sich in Schritten bewegen muss und dann genau hinschauen muss, was es sein kann. Und da sind viele Fragen angesprochen. Es geht um geordnete Staatsfinanzen. Das heißt, die Frage der Steuerpolitik muss entschieden werden. Das betrifft die Länder unmittelbar. Ich bin ein Vertreter, der sagt, wir sollten auch die Frage entscheiden, wo machen wir was für den Bürger. Um welchen Preis und auch mit welcher Effizienz. Eine Staatsreform sollte sich dieser Fragestellung unterordnen müssen, auch in Zukunft. Hat in der Vergangenheit nur mäßig funktioniert. Können wir sagen, mehr Grundsatzgesetze im Bund und mehr Subsidiarität, also mehr Umsetzung in den Ländern? Also wenn man nach Europa ruft und sagt, wir wollen ein Europa haben, das subsidiär ist, dann sollte man in Österreich sagen, auch hier muss es subsidiär sein. Das heißt, Gemeinde, Land und Bund müssen schon einmal klar entscheiden, mit welcher Aufgabe, mit welchem Geld machen wir was. Und als Bundeslandvertreter sage ich, natürlich aus dem Westen kommen, wo die Wirtschaft gut läuft. Auch eine Steuerautonomie sollte kein Tabu sein. Also Steuerautonomie, alle Steuern, Körperschaftssteuer, Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, heben die Länder ein. Wir haben es ausführlich diskutiert beim letzten Finanzausgleich, jetzt einen kleinen Schritt gemacht bei der Wohnbauförderung. Die Umsatzsteuer geht EU-rechtlich nicht, alle anderen Steuern würden theoretisch gehen. Ich bin in der Diskussion sehr offen, ich habe den Bundes... Mit Konkurrenz. Klar, ne? Mit Steuerkonkurrenz untereinander. Mit zwingender Konkurrenz, weil wenn man für Steuerautonomie eintritt, dann muss man klar dazu sagen, da muss man auch Unterschiede zulassen, man muss auch Steuerwettbewerb zulassen. Manche kriegen da eine gewisse Schockstarre, wenn sie darüber reden, ich eigentlich nicht, weil ehrlich gesagt in einem offenen Europa, in einer Region, wie wir uns gerade im Westen bewegen, im Bodenseeraum, im Alpenraum, ist die Frage der Angleichung an Eisenstadt und Südburgenland nicht so wichtig, sondern in dem Raum, in dem wir uns dort bewegen, ein hochinnovativer Wirtschaftsraum, brauchen wir mehr Spielraum. Also ehrlich gesagt, die Vergleichbarkeit von Bregenz nach Paris und von Bregenz nach München und nach Stuttgart und nach Innsbruck ist entscheidender wie die in Südburgenland. Das ist jetzt nicht los von Wien, aber wir wollen unser eigenes Ding machen. Offene Grenzen, offenes Europa, regionale Zusammenarbeit, mehr Spielraum in den Bereichen, die wir entscheiden können. Und natürlich auch Steuerspielraum. Und es wird immer diskutiert, ob das geht oder nicht geht. Ich weiß, da werden viele auch fachliche Fragen aufgeworfen. Aber wer für Steuerwettbewerb eintritt und das einmal propagiert vom Ansatz her, der muss letztlich das Schweizer Modell im Kopf haben und sagen, das heißt schon Steuerunterschiede. Heißt Wettbewerb, heißt da und dort auch Kostenvorteile für die Wirtschaft. Das heißt Unterschiedlichkeit. Wer Unterschiedlichkeit nicht verträgt und dabei gleich Kopfschmerzen kriegt, der wird doch sagen, es geht nicht, logischerweise. Also wer Steuerwettbewerb will, muss Unterschiede zulassen. Ja. Nun, auch in der Zeit von ÖVP-Finanzministern sind die Schulden gewachsen, des Bundes, nicht im Westen. Also sie sind der Vorzugsschüler, die Tiroler und die Vorarlberger. Was machen wir jetzt? Brauchen wir einen Finanzminister aus dem Westen, der nicht aus der ÖVP kommt? Ja, schaden würde es nicht. Ja, aber die Schwarzen haben auch so viel Schulden gemacht. Naja, ein bisschen alemannische Grundgesinnung würde bei den Finanzen schon passen. Der jetzige Finanzminister Schelling hat zumindest Wurzeln in Vorarlberg. Ja, aber die Schulden sind trotzdem gestiegen. Gelegentlich spürt man es zumindest bei ihm, dass ein bisschen alemannisches Verständnis da ist, zumindest
werden die Grundrechnungsarten etwas besser angewandt wie in manch vergangenen Zeiten. Aber lassen wir die Polemik beiseite. Es wäre gut, wenn man etwas alemannische Sparsamkeit, Haushalten und keine Spekulationen und so weiter, wenn man das einfließen ließe. Ein Finanzminister der Zukunft hat ohnehin eine, ich meine mal, recht schwierige Aufgabe, nämlich geordnete Staatsfinanzen weiter aufzubauen. Ich glaube, im Bund ist es mittlerweile in Folge das 55. Mal, wo ein Defizit gemacht wird. Deutschland beweist genau das Gegenteil. Wie gesagt, auch schwarze Finanzminister haben es gemacht. Auch schwarze haben es gemacht und jetzt in Vorarlberg bei uns 30 Mal hintereinander keine Schulden. Fast mit ein, zwei Ausnahmen einer Hochwassersituation, also eher einer Katastrophensituation. Aber wir beweisen auch als Bundesland, auch im jetzigen System, es muss nicht zwingend immer ein Defizitkurs sein. Das Gegenteil ist der Fall. Selbst sollte die ÖVP Nummer 1 sein, allein wird sie nicht regieren können. Jetzt sagt man vielleicht mit der FPÖ, in Vorarlberg haben sie Erfahrung, ist mal gut gegangen, ist gar nicht gut gegangen. Man hört nach wie vor zum Teil sehr rechte Äußerungen von FPÖ-Politikern. Wird das funktionieren, eine schwarz-blaue Koalition? Die Entscheidung ist jetzt zu früh, um zu sagen, wie das wirklich geht. Der Wähler muss entscheiden am 15. Sie werden die Antwort erwarten, weil sie stereotyp ist. Aber man kann jetzt nicht über Koalitionsverhandlungen führen. Ich meine, wer im Parlament vertreten ist, ist ein Ansprechpartner. Ja. Natürlich wird man mit der FPÖ auch reden müssen. Aber mit allen im Parlament vertretenen Parteien. Es liegt in der Hand von Sebastian Kurz auch. Er hat sich diese Autorität auch geben lassen. Und die hat auch wirklich, egal was er für richtig hält, wird er nachher machen und der ÖVP-Vorstand wird das abwinken? Das glaube ich so nicht. Aber er hat jedenfalls die Möglichkeit. Das glauben Sie so nicht. Wo werden Sie ihn einschränken? Ja, die Dinge werden schon diskutiert werden müssen. Ja. Weil auch personal. Er kann nicht alles allein aussuchen, oder? Er soll einen ordentlichen Vorschlag bringen. Also, ich gehe davon aus, dass es eigentlich, wie bisher auch, eine gewisse Praxis hat es ja auch früher gegeben, die Dinge ordentlich zu besprechen. Aber ich stehe auch dazu, übrigens wie auch in einem Land, dass der Obmann und der Spitzenkandidat klare Vorschlagsrechte hat und klare Vorstellungen äußern soll. Er muss es letztlich ja auch bundespolitisch leben und praktisch umsetzen. Nicht wir allein in den Ländern haben da die Verantwortung, sondern er hat die Hauptverantwortung. Ja. Und ich nehme auch an, dass er das macht. Also bisher hat er klug agiert und ich gehe davon aus, das passiert doch nachher. Also wird es so realistisch sein, dass er sich sehr wohl mit den Wichtigen in der ÖVP absprechen wird? Das macht er übrigens jetzt auch beinahe zu täglich. Ja. Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch drei andere Punkte, wo Sie schnelle Reformen erwarten, notwendige Reformen. Also die Finanzfrage ist ganz entscheidend. Ja. In der Staatsreformfrage wird es leider nicht so schnell gehen. Aber man muss trotzdem das Ding wieder aufnehmen, muss es anpacken und sagen, welche Aufgabe auf welcher Ebene. Aus meiner Sicht ist auch der Steuerföderalismus kein Tabu. Ja. Die Bildungsfragen sind ganz, ganz entscheidend, wo ich meine, nicht immer nur über gemeinsame Schule und diese Debatten hin und her führen, sondern auch sagen dort, wie können wir das zentrale Thema Kampf gegen Fachkräftemangel wirklich miteinander anpacken. Und das geht nicht nur die Wirtschaft was an, die Pflege, die Gesundheit, die Lehre. Also auf allen Ebenen, aufgrund der Demografie auch, wird dies eine der ganz großen Fragen sein, die man zu bearbeiten hat. Es sind die Sozialfragen natürlich auch, die Pflegeregressentscheidung, die letzte war eine schwierige. Da werden die Länder auch einige Dinge noch miteinander zu beraten haben, mit dem Bund. Also, schwierig heißt, es fehlt ihnen Geld. Es fehlt Geld, also die 100 Millionen, die man in Aussicht gestellt hat, reichen bei weitem nicht aus. Das muss verdoppelt werden, ist auch in Aussicht gestellt, muss eingelöst werden. Muss woher kommen? Muss woher kommen, ist keine Frage. Also das sind schon noch Dinge im Gange, die wir dann nach der Wahl auch mit dem Bund besprechen müssen. Eine Menge zu tun. Herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann. Danke fürs Zuschauen. Danke sehr.